So, hallo liebe Freunde, zurück zu Let's Play DTM Racer 3 mit euch, mit eurem Black Dye LP. Und ja, wir starten nochmal neu. Wir haben nämlich abgekackt. In der letzten Kurve. Und Scheiß. Fuck it. Ah, Scheiß. Hier, links. So, ich muss jetzt nochmal neu starten. Ich habe nämlich jetzt keine Kopfhörer auf, weil ich jederzeit essen gehen könnte. Essen geben könnte, deswegen... Weil ich das nur leise über die Kopfhörer. Hier, links. Sehr lange 6, rechts wird enger auf Abzweigung 4. Jetzt will ich es aber schon. Lange 4, links wird enger. 3, links. In lange 3, links. Lange 4, rechts wird enger auf 3. Komm mit Gas. 4, links. 5, rechts. Und 5 links und 5 rechts. Vielleicht hört ihr das jetzt auch gerade doppelt. Und sehr lange 6 rechts. In 3 rechts wird enger. Moment. So. 4 links. Na. Und lange 6 links wird eng auf Abzweigung 4. 4 rechts in 4 rechts über Kuppe. So, jetzt ist es noch schlechter für mich zu hören. Aber das könntet ihr vielleicht übers Mikro noch mithören, dann hättet ihr Doppelsound, das wäre nicht so cool. Ich hoffe mal, ich bin in der Zeit. 4 links in 4 rechts. In lange 4 links wird enger. In 5 rechts und 4 links und 5 rechts. In sehr lange 6 rechts. Ich will jetzt nicht so eine enge Kiste wie gerade. In 3 rechts. In 4 links. Und 4 rechts. Sehr lange 5 links. Und 3 links. Und 4 links. In lange 5 rechts über Finish. 50 bis Stopp. Jawohl, da haben wir's. Geschafft, das freut mich sehr. Perfekt, vor Blanco und Miller. Excellent, sie haben die historische Gruppe B Rallye geschafft, klasse gefahren. Schade, dass es nur eine Strecke war. Hätten ruhig mehrere sein können, wäre cooler gewesen. Haben wir da wieder Rallye? Nein, haben wir nicht, aber haben wir da Rallye? Nein, haben wir nicht. Mann, ich will wieder Rallye haben. So, dann geht's jetzt zum Palma Jaguar JP1. Wir fahren natürlich mit dem Palma Jaguar JP1, wiegt 800 Kilogramm, hat 261 PS und ist in 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Der sieht schnittig aus. Willkommen zur Palma Jaguar JP1 Meisterschaft. Diese zweisitzige Mittelmotorsportwagen mit phänomenaler Bodenhaftung und Bremsleistung ist ein kompromissloser Rennwagen. Ja. Also ich... Hör ich in der... Achso, Shanghai ist die Formel 1 Rennstrecke Chinas, ist ein extrem schneller Rundkurs, der verschiedene enge und schnelle Kurven miteinander kombiniert. Der schnellste Abschnitt der Strecke ist die 1175 Meter lange Gerade, die Kurve 13 und 14 verbindet. Ja, also begeben wir uns jetzt auf einen Original... auf eine Original Formel 1 Rennstrecke. Darauf habe ich mich schon richtig gefreut, auf so eine Formel 1 Rennstrecke. Will ich mal hoffen, dass die auch gut ist. Gut. Ciao. So, Boxen. Oh, sogar mit Boxenstopp. Das macht die Sache. Wir müssen etwas Schwung in diese Meisterschaft bringen. Das macht die ganze Sache noch interessanter. Oha. Komm schon hier. Alter! Fahre ich nicht jetzt momentan an der Shanghai? Wo ist Suzuka nochmal? In diesem Rennen musst du einen Boxenstopp vornehmen. So, wir fahren natürlich wieder durch. Außer wir brauchen es vielleicht, diesen Boxenstopp.
Ah, da bremst der Sack. Lass das weg. Pass auf, oder du hast die Marshalls auf dem Hals. Du bist im Windschatten gefahren. Gut gemacht. Marshalls habe ich immer am Hals. Oha, das ist wirklich eine lange Gerade. Auf der anderen Seite. So, früh genug bremsen. So, eigentlich wäre es am besten, wenn ich jetzt gleich sofort schon in die Box reinfahre, aber ich glaube, ich kann mit dem Wagen eigentlich gut Gas geben. Das nenne ich doch mal Windschatten. Oh Mann, die ist wirklich lang. Kann man Windschatten richtig da laufen. Windschatten, toll genutzt. Oha, das wird jetzt mies. Okay. Ah, du Arschloch. Wir in der Boxengasse sind bereit für deinen regulären Boxenstopp. Okay, Ken fährt nicht rein. Ach, das ist die Strecke. Okay, gut. Wer jetzt drin ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir 8 Runden fahren müssen. Bleib auf dem Asphalt. Mit diesen Kurven schneiden kommst du... Ach du Herrgott, da muss ich jetzt... So, kein Ender mehr. Es sind 8 Runden. Du bist schon weit gekommen. Mach weiter so. Komm, dann gib Gas. So, brems, brems, brems. Mach dir nicht deinen Wagen kaputt. Denn es macht den Wagen nicht kaputt. Ist doch nur ein Wagen, Alter. Zieh dran vorbei. Scheiße. So. Ransford kassieren wir jetzt hier. Bleib auf dem Asphalt. Du darfst die Kurven nicht so schneiden. Hab ich ja nicht. Ich bin ja nur rausgetrieben. Denk dran, in diesem Rennen ist ein Boxenstopp vorgeschrieben. Alter, wie gut die da rumkommen. So, dann schnappen wir uns den mal, ne? Den kennt. Rumgekommen, finde ich. Sehr gut. Vielleicht biegt er ja sofort schon ab in die Box, der kennt. Dann habe ich nämlich freie Bahn. Perfekt im Windschatten gefahren. So, und jetzt weg. Jetzt wegfahren. Jetzt einen Vorsprung rausholen. Dann würde ich sagen, fahren wir in Runde Nummer... Wenn Runde 4 reingefahren sind, dann biegen wir ab in die Box. Viel zu spät gebremst. Ich habe gerade das Signal gekriegt. Die Boxen sind geöffnet. Alter, ich... Aber auch echt ein Problem hier mit diesem Wagen, ey. So, nehmen wir mal Gas. Nein! Ihr merkt schon, ich habe richtige Probleme mit diesem Wagen. Die sehen richtig geil aus, aber die sind extrem schwierig zu fahren. Weil wir führen momentan, das ist supi. Es freut mich, dass wir führen. Ich fahre jetzt ein bisschen auf Nummer safe. Hier nehme ich meinen Wagen nicht wirklich schrotten. Dass ich nicht zu lange in der Box stehe. Ja, da habe ich das Bremsen vergessen. Fahr weiter so, und das Rennen gehört uns. So, Gas geben. So, jetzt haben wir eine lange Gerade nur für uns.
Das passt. Schön Gas geben. Und genug Bremsen. So, und weg. So, und weg hier. Das war eine verdammt schnelle Runde. Gute Arbeit. Dankeschön. So. Nächste Runde geht's dann in die Box. Boah, jetzt komme ich hier perfekt rum. Ich weiß nicht, ob wir dann die Ersten sind, die in der Box waren. Das werden wir dann ja herausfinden. Ah, ich bin hier so weit raus. Wenn du dein Tempo halten willst, darfst du nicht über das Hinfühl fahren. Es bremst dich aus. Gut, dass man einen Vorsprung hat. Dann kann man sich sowas ruhig mal erlauben. Aber natürlich nicht extra, weil jetzt sind die nämlich schon wieder richtig nah dran. Natürlich jetzt wieder Kacke. Das. Diese Kurven machen deinen Reifen ganz schön zu schaffen. So. Da war ein kurzer Cut, damit ich diese 10 Minuten Cuts habe. Weiß, ob ich diese wirklich... Bremsen vergessen, scheiße. Werd rausgetragen. Weiß, ob ich dieses Rennen überhaupt in diesen restlichen 10 Minuten schaffe. Ansonsten wird das eine Überlängenfolge, weil das Rennen will ich natürlich komplett fertig kriegen jetzt hier. So, dann geben wir jetzt Gas. Da sehe ich das erste Schild und beim ersten Schild kurz davor bremsen wir. Und sind perfekt. Perfekt. So, hier beim Bremsschild. Ah, das reicht nicht. Immer noch keiner weggebogen von denen, die direkt hinter mir sind. So, in dieser Runde geht's in die Box. Ja, da bin ich wieder rausgetragen. Bleib auf dem Asphalt, wenn du keine Strafe erhalten willst. Ja, tut mir leid, Rick. Gute mir leid. Ich nicht machen wollte diese Mülle. Also perfekt. Irgendwie rauszutreiben und so. Passt doch. So, hier perfekt rum. Auch gut rum eigentlich. Ah, jetzt hier wieder. Ah, nein, 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 nein. Nicht driften. So ist perfekt. Beim zweiten Schritt reicht's. Ein bisschen eher wie das zweite Schild, dann so ist perfekt. So. Oder ich bin ein fieses Arschloch. Ach komm, ich bin ein fieses. Oder bin ich's doch nicht? Ich weiß es nicht. Soll ich ein fieses Arschloch sein? Ich habe meinen Bremspunkt vergessen. Einfach jetzt in der Boxen Cut machen. Den muss ich sowieso machen, den Cut, Freunde. Den muss ich sowieso machen jetzt, weil ich zum Essen gerufen wurde. Den Cut muss ich jetzt machen dann. Okay, was sollen wir an dem Auto machen? Also Freunde, machen wir einen kleinen Cut. Bis gleich, Freunde. Tschüss. So, nach einem kleinen miesen Cut meldet sich Black Dye LP wieder in dem Rennen. Ja, also wir fahren immer noch weiter. Und ja, da wollen wir auch mal gucken. Wir kommen jetzt gerade aus der Box raus. Also weiter geht's. 12 von 20.
Also waren 8 Leute schon in der Box. Oder kommen gerade aus der Box. Ja, das wird dann jetzt hier ein Aufholrennen. Du musst 5 Sekunden auf den nächsten Platz gut machen. 5 Sekunden auf den nächsten Platz. Locker. Die schaffe ich locker. Die Strecke liegt mir jetzt schon fast. Da vorne ist der erste Platz. Da finde ich schon auf der Gegengeraden. Mal gucken, ob es wirklich 12 Leute waren, die noch nicht in der Box waren. Fuß aufs Gas und los! Die hängt uns ab! Halt die Schnauze, Rick! Ich fahre mit neuen Reifen und so. Außerdem muss ich rankommen erstmal. Meine Reifen sind auch nicht auf Temperatur, ey. Also chill mal deine Base. Und ihr seht ja unten rechts auf dem Balken. Der ist noch blau. Keiner von denen fährt in die Box, ey. Überhaupt einer in die Box gefahren? Jo, da sind welche in der Box. Fast alle. Wusch. So, jetzt sind wir 8er. 4 Stück überholt. Los, ergattere dir einen Podestplatz. Werde ich auch höchstwahrscheinlich kriegen, weil wenn der erste Platz ins Ziel, in die Box reingefahren ist, dann sind die anderen nicht an ihm dran vorbeigezogen. Das heißt, die waren alle nur... Deine Fahrweise hat dir eine Strafzeit eingebracht. War ja klar. Gut, da vorne sind die nächsten. Du musst jetzt 5 Sekunden Vorsprung rausholen auf den fünften Platz, auf den zweiten Platz hinter mir, weil es ist wirklich so, dass die noch alle in die Box müssen. Also schätze ich mal. Kann ich mir nicht vorstellen, dass 7 Leute den über, dass 8 Leute den überholt haben. Scheiße. Bleib auf dem Asphalt. Mit diesen Kurvenschneiden kommst du niemals durch. Ich werde am Ende noch disqualifiziert. Ich sehe es schon kommen. So, dann gehen wir mal Gas. Da fährt der nächste in die Box. Fährt noch einer in die Box. Noch einer. Eine Menge Leute fahren in die Box jetzt. Und ich fahre wieder raus. Ich sehe schon, komm, bevor ich jetzt diese Runde hier beende, bin ich disqualifiziert. So, da haben wir wieder einen überholt. Da überholen wir die nächsten 4. Sind wir schon 3er. Du bist in den Punkten. Versuch, unter die ersten 2 zu kommen. Ich gebe mein Bestes, da vorne sind sie auch schon. Ich habe einen guten Vorsprung jetzt eigentlich. Nun wollen wir jetzt mal Gummi geben. Dann kriegen wir die auch noch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen stiller, weil ich gerade nicht wirklich weiß, was ich sagen soll. Ich muss mich wirklich hier auf das Rennen konzentrieren, weil es hier wirklich die letzten 2 Runden sind und ich will jetzt nicht noch disqualifiziert werden oder nochmal irgendwie abkacken. Deswegen ist das hier gerade voll Konzentration pur.
Also, gib Gummi hier. Gib Gummi hier, gib Gummi hier. Bremsen, vorsichtig, vorsichtig. Das Auto vor dir hat seinen Boxenstopp noch vor sich. So. Die fahren jetzt beide in die Box. Das heißt, erster Platz, Bitch. Ha. So. Letzte Runde wird jetzt gleich. Moment. So ist's. Letzte Runde, weiter so. Jetzt holen wir uns nochmal eine Bestzeit daraus. Das wird jetzt hier nochmal eine Bestzeit. Vorsprung habe ich satt auf jeden Fall zum Zweitplatzierten. Den sehe ich noch nicht mal. Ich sehe ihn immer noch nicht. Da ist er jetzt. Der ist jetzt gerade mal in dieser Kurve da. Also ich habe Vorsprung satt. 10 Sekunden mindestens. Du hast 10 Sekunden Vorsprung. Sag ich doch, 10 Sekunden. Komm, Bestzeit. Die Reifen sind nicht mehr die frischesten wieder. Trotzdem gib Gummi. Die lange Gerade, ey, die mag ich. Bremsen. Nein, bitte nicht disqualifiziert. Ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt wirklich wollen, ey. Scheiße, ich werde disqualifiziert. Aber es ist eine neue Best. Fahr weiter so und schnapp den Sieg. Ja. Jawohl, ja. Ich kann es nicht glauben. Da sind wir. Hier, der da. Der hinter dem Pinken. Hinter dem Pinken sind wir. Perfekt, ey. Weiter natürlich. Da, guck mal, mit Strafe hatten wir sogar noch 20 Sekunden Vorsprung vor Kent. Ja, das nächste Mal geht's dann auf den Laguna GP Circuit. Ja, danach würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin BlackDaLP. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier bei Let's Play DTM Race Server 3. Und ja, bis dahin, Freunde. Ciao.